Ah, jetzt. Hi. Willkommen zu Minecraft. Ja, wir haben heute viel vor. Musik läuft schon. Was jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht unbedingt die perfekte Musik, weil es ist Streambeats, es ist so ein bisschen Ambiente, so ein bisschen gechillt das Ganze. Also ich habe da schon Verständnis, wenn jemand sagt, das ist jetzt nicht so meine Musik, aber ich finde die wirklich schön entspannt. Hörst du mich doppelt? Wieso hörst du mich doppelt? Das ist halt im Let's Play, es ist ja kein Problem. Also in der Aufnahme von YouTube. Es ist jetzt das geringere Übel, würde ich sagen. Ja, ich sag ja, die ist wirklich schön. Was machen wir heute? Lass mich mal auf meinen schlauen Plan gucken. Wir haben noch viel vor heute. Heute gehen wir allerdings nicht in die Mine. Wir werden heute so ein bisschen bauen. Ich bin am überlegen, ob es Sinn macht. Wir haben ja ein paar Diamanten gefunden. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Ich kann es auch noch mal eben anmachen, das Lied. Sekunde, ich muss mal mein Handy holen. Obwohl das auch sehr schön ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Kann das sein? Ich muss da mal so ein bisschen... Das ist das Falsche. Es ist von Streambeats übrigens, von Harris Heller. Die Playlist zu der ganzen Musik, die wir laufen haben. Ach, siehste, fällt mir gerade ein. Ich muss das dann noch eintragen im Stream. Sekunde. Ich mache das nochmal auf Pause. Ich gehe hier nochmal kurz auf Pause. Muss mal eben hier gucken, wo ich die Sachen habe. Ich mache mal einfach hier Copy-Paste und ich muss das noch bearbeiten eben. Das war außer Musik. Ich muss gleich mal eben gucken. So, gucken, ob das funktioniert. Jetzt habe ich mich natürlich vertippt. Da ist das nämlich, so, dann muss ich das eben noch hier reinmachen und dann machen wir sofort Ende das Ganze. So, jetzt habe ich das auch drin. Was möchte der Togo? Ich muss mal kurz warten, bis der Togo eben geantwortet hat oder dann gehe ich sofort wieder ins Spiel. Was ist mit mir? Ja, ich kann jetzt nicht sehen, weil ich habe gerade OBS nicht auf. Sekunde, lass mich gucken. Jetzt sehe ich nichts, weil die Sachen davor sind. Aus dem Video, aus welchem Video? Also, wie man Heuball macht, weiß ich noch nicht, aber ich denke, das werden wir bestimmt schon herausfinden. Ach so, wofür die Heuballen sind? Ja, ich keine Ahnung. Ich denke jetzt einfach mal Deko. Wir müssen ja erstmal den Stall bauen. Ich muss ja auch erstmal den Stall bauen. Der ist noch gar nicht fertig. Ich weiß doch gar nicht, was ich brauche für die Heuballen. Nur mit Weizen. Ich muss gucken, ob ich Weizen überhaupt habe. Muss man eben gucken, meinst du Weizenkörner, dass wenn das fertig ist? Fertiges Weizen habe ich noch gar nicht. Die wachsen noch. Nee. Ja, die habe ich verarbeitet beim letzten Mal. Das habe ich in der Hand, das fertige Weizen. Da ist es ein Toastbrot geworden. Ich wollte doch zwischen den Folgen eigentlich mal... hier wollte ich auch noch irgendwas machen. Eigentlich... noch was zwischen machen, ne? Ich wollte eigentlich die Sachen sortieren, habe ich nicht geschafft. Also wir nehmen immer ein Bett mit zum Schlafen unterwegs, aber da ich jetzt heute so erstmal in der Nähe von dem Gebäude bleibe und da geradeaus dann gleich den Stall errichten will und nicht weiß, wie groß wir das im Endeffekt machen, müssen wir mal gucken. Weil ich spiele momentan nur einmal die Woche das Projekt, deswegen... So viel mache ich da momentan nicht dran. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel und wir brauchen eine Hacke. Ist die Frage, wie groß machen wir das? Wir wollten welche Tiere drin haben? Die Kühe, die Schafe. Die Schweine hatten wir gesagt, glaube ich, auch. Was hatten wir noch? Enten, glaube ich.
Oder Hühner, was das da war. Aber wir hatten auf jeden Fall hier jede Menge Tiere. Die wollten wir auf jeden Fall rüberholen zu uns. Ja, Schlafsack habe ich noch nicht. Ich habe das letzte Mal habe ich einen Rucksack gefunden, den ich irgendwo habe, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Und wir haben zwei Spawner gefunden von einer Spinne und Skelett. Nur da muss ich gucken, wie ich die abbauen kann. Und die drei Diamanten habe ich geholt, deswegen will ich überlegen, ob wir das Dimensionsportal machen. Ja, das ist deswegen. Wir spielen immer planlos. Also ich habe noch nie Minecraft mit Plan gespielt. Also ich kann jetzt schon sagen, mit Togo, das, was ich jetzt gebaut habe, die ganzen Bäume, die haben wir hingepflanzt. Die waren nicht alle hier, besonders nicht die blauen. Das Gebäude, was da jetzt steht, das haben wir, glaube ich, über zwei Streams aufgebaut. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir machen Stall hin. Echt? Okay. Dann brauche ich dir das ja nicht erzählt. Ja, wir wollen mal gucken. Also da weiß ich noch nicht, was drauf kommt. Da müssen wir schauen. Hier soll irgendwie ungefähr der Stall hin, dass ich alle Tiere drunter kriege. Wir haben jetzt überlegt, ob wir das so machen, dass wir so eine Art Balkon mit reinmachen, dass wir von oben auf die Tiere gucken können. Aber auch, dass die Tiere ein bisschen Auslauf haben, meine Güte. Deswegen will ich heute das so weit wie möglich erstmal wegmachen. Dann Erde drunter machen, soweit es geht. Und dann müssen wir gucken, halt, dass wir vielleicht noch ein paar Sachen anpflanzen. Deswegen muss ich jetzt erstmal eine Hacke machen, dass wir die Steine wegbekommen. Und ein bisschen Erde wegkriegen. Und den Rest müssen wir dann mal gucken. Ich hoffe, dass die Räuber uns nicht in die Quere kommen, weil beim letzten Mal, ich glaube, das war der letzte Stream, sind die hier sogar aufgetaucht. Deswegen habe ich das hier alles weggemacht. Weil das soll nachher Schreib's doch einfach in den Chat. Nein, die machen nur, man möchte wissen, ob du auch alle, die davor auch geguckt hast mit den, Planos in Minecraft. Ja. Also wir hatten das letzte Mal hatten wir Räuber, die sind da hinten hergelaufen, deswegen will ich das hier zumachen. Ne, nur von ATM, ah, okay. Deswegen, bei den anderen wirst du sehen, dass wir sehr planlos spielen. Ja, aber das macht, ich habe da jetzt keinen Plan und mache jetzt mir eine Reihenfolge, wie ich am besten was machen müsste. Das machen bestimmt viele, die haben da eine Vorgehensweise, wie die es am besten machen. Aber wir machen es nicht. Stimmt, Tugo hat Atombomben gebaut, das ist richtig. So, jetzt müssen wir gucken wegen Holz, sonst müssen wir gleich mit dem Holz hangen. Also ich dachte eigentlich, dass Minecraft, dass es da mehrere Leute gibt, die da in Deutsch spielen. Dass das, weil das Spiel ist doch so beliebt eigentlich, soweit ich das weiß. Deswegen aber, die Videos werden nicht mehr auf Twitch gespeichert, ne? Du findest dann nur noch alles auf YouTube nachher. Weil da ist die Qualität wesentlich besser. Du kannst das auf Pause machen. Du hast keine Werbung drin. Aber ich habe doch hier noch ein paar Franken hier. Dann nehmen wir die doch mal mit. Und, ja, das weiß ich, dass das Modpack in der Entwicklung ist. Da gibt es schon drei neue Updates. Wir haben heute Update bei ATM. Habe ich noch nicht. Also wir sind noch auf welcher Version? Ich müsste gucken. Lass mich schauen. Wo ist mein Curse-Client? Nee, also ATM müsste ich mal eben gucken. Also wir sind jetzt bei Version 0045. Und es gibt die Version schon 0054, also All the Mods 9, 0054 ist die neueste, die er hat. Und wir sind bei 5.4. Also eigentlich müssten wir gucken, ob wir das irgendwie abgedatet kriegen, aber dann geht wahrscheinlich unser Savegame kaputt, deswegen lasse ich es einfach. Was? Ja genau, deswegen, ja, wir lassen die Finger davon. Solange das läuft, wie es läuft, lassen wir es einfach. So, wir gehen jetzt aber erstmal Holz holen, sonst komme ich heute nicht voran. Ja, deswegen lasse ich die Finger davon. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich habe das letzte Mal versucht, Minecraft abzudaten und mein ganzer Savegame war weg. Wir bauen keine Atombomben.
Also auf einer Holzfarm gibt es einen Block und eine Kiste. Baut das Holz über Zeit ab. Okay, wie soll genau soll das funktionieren? Also es ist eigentlich keine richtige Holzfarm, was wir haben. Es ist eigentlich nur Deko. Die Holzfarm soll eigentlich noch kommen. Aber da wir so, weil wir durch diese Bäume hier bekommen wir diese... Das war die falsche Taste. Ich muss erstmal gucken, wo das Inventar ist. Bekommen wir diese Spirits waren das, glaube ich. Und daraus konnten wir Fackeln bauen. Und da die halt relativ hübsch aussehen, siehst du, da können wir halt diese schönen Fackeln rausmachen. Und da die halt relativ schnell wieder droppen, schmeiße ich die einfach irgendwo in die Gegend. Und dann, ja, kommen die wieder von alleine. Also eine richtige Holzfarm ist es jetzt im Endeffekt noch nicht. Aber steht halt auch auf der Liste. Eine Automatisierung wäre natürlich noch besser. Aber habe ich auch noch nie gemacht. Das letzte, ich glaube, wann habe ich die letzte Version von ATM gespielt? War das 6? 8 war das? Da habe ich, genau, danach kam ja, da habe ich ja das geupdatet und danach habe ich den Safecam zerschossen. Da habe ich mir damals auch eine Baumform gemacht. Aber nach solchen Sachen habe ich auch noch nie nachgeguckt, weil meistens spiele ich nicht so lange, dass ich da wirklich hingehe und sage, ja, ich mache mal eine Baumform oder so. Der Togo hat auch schon zigtausend Sachen in Minecraft gemacht. Bots, any Bots, muss ich mal gucken, ob wo ich die finde. Ich wollte die Musik noch ein bisschen leiser machen. Also ich spiele jetzt noch nicht allzu lange Minecraft. Ich spiele jetzt mal wieder zwischendurch. Und dann frustet es mich so sehr, dass ich es direkt wieder in die Ecke schmeiße. Und da es jetzt das neue Modpack gab, dachte ich dann, ja, guckst du mal rein. Und das guckst du mal rein, wurde halt da so ein Wochenprojekt raus. Weil hier soll nachher noch eine Treppe hoch. Also wenn wir eine Baumfarm machen, würde ich die vielleicht irgendwo hier in die Richtung machen. Wo wir die ganzen Bäume haben. Weil uns fehlt jetzt noch der in Violett. War das, glaube ich. Den roten haben wir. Im blauen haben wir, also wir haben ja auch diese schöne Farbe im Endeffekt, der ist ja rot. Das ist aber ein anderer Baum, das müsste der Mammutbaum, glaube ich, gewesen sein. Den hast du in so einem schönen Blau. Und der andere müsste auch so ein schönes Rot eigentlich gehabt haben. Das sind übrigens die Kühe, das war der falsche. Oh, das ist erst so ein gräuliches Ding eigentlich eher. Wegen den Bäumen. Und wir haben halt noch den Grünen. Die Grünen gefallen mir eigentlich besonders gut, auch vom Optischen her. Die haben so ein schönes Muster auch. Auch von den Blättern her. Und diese Holz, die ist halt, das ist halt nur das Braun dann im Endeffekt weg. Weicht so ein bisschen aus, deswegen, ja, müssen wir mal gucken. So, aber was haben wir denn jetzt an Holz? Wir könnten mal eben ein paar Stöcke machen. Was hier noch reinkommt, weiß ich auch noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Ich habe unten noch eine Liste gemacht. Mal gucken, was haben wir denn noch draufstehen. Hier runter habe ich, glaube ich, auch schon gebuddelt, ne? Da war, glaube ich, auch irgendwie was. So, To-Do-Liste. Wir haben noch Glas suchen. Ja, müssen wir auch noch. Das kommt später. Bibliothek mit VZ. Das soll oben hinkommen. Stall, da sind wir momentan dran. Tiere, Wasser, Futter. Lampen, Eisen, Fackeln. Genau, Eisen müssen wir noch gucken. Eisenbrunnen. Komposter für die Farm. Haben wir schon Komposter gebaut. Doch, wir haben einen, aber das ist hier was anderes. Fackeln haben wir schon. Glowstone in der Mine, müssen wir auch gucken. Wassergraben. Ja, genau. Das ist halt auch die Frage, ob wir wieder einen Wassergraben bauen. Und irgendwo hatte ich doch Diamanten hingepackt. Weil ich nämlich am Überlegen war, ob wir das so machen. Und ich brauche eigentlich doch nur drei Sachen für eine Diamantenhacke, ne? Ja. Ja, weil dann würde ich nämlich überlegen, ob wir das so machen, dass wir dieses Portal aufmachen. Und da gibt es ja auch diesen Glowstone. Von diesem, wie heißt das, Dimensionsportal? Und da könnten wir dann zum Beispiel auch noch einiges an Ressourcen rausholen, wenn ich jetzt wüsste, wo meine Diamanten sind. Ich wollte eigentlich aufgeräumt haben, aber es ist noch nichts geworden.
Batterien, um Strom zu speichern. Okay. Mit dem blauen. Okay. Also das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich habe mich mit den Modpacks noch nie auseinandergesetzt. Ich kann sie ja wieder anpflanzen, so ist es nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wo meine Diamanten sind. Also wir sind noch nicht gestorben. Also sie können nicht weg sein. Die habe ich irgendwo reingeworfen. Ich muss echt mal die Kisten... Da sind sie doch. Echt mal die Kisten aufräumen. Nee, die war das nicht. Ich wollte die haben. So. Drei Stück in einer Reihe. Ich habe keine Stücke, sehe ich gerade. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Brauche ich noch. Dann könnten wir nämlich das Portal aufmachen. Ja, wir haben Lava. Also wir haben in der Nähe haben wir auf jeden Fall Lava. So, ich wollte jetzt noch ein paar Hacken machen. Ach, ich muss echt mal hier durchsortieren. Vielleicht mache ich das nachher. Vielleicht, aber auch nur. So, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Und da gibt es nämlich auch so schöne Steine in dem Portal. In dem Missionsportal, die ich auch ganz gerne haben möchte fürs Haus, weil ich muss den Boden nämlich auch noch ändern. Kann ich mal schlafen gehen. Aber wir gucken mal, wie wir das machen mit dem Stall. Ich weiß es noch nicht. Ich muss erstmal so grob gucken, wie wir das jetzt wegmachen. Ob wir die Tiere vielleicht auch aufteilen, dass wir da Kühe, Schafe, Pferde haben, Schweine etc. Vom Platz her sollte das eigentlich gehen. Hauptsache, ich töte mich jetzt nicht erstmal. Wäre schon mal von Vorteil. Ach, ich habe nur eine gemacht. Wow, bin ich intelligent. Ich habe nur eine Hacke gemacht. Ach, ja, schön. Immer wieder schön. Also Lava haben wir auf jeden Fall. Wir haben... Hier haben wir welche. Hier, hier. Und hier haben wir auch welche. In dem Boden? Kennst du nur, dass du das aufbaust mit den, was ist das für ein Zeug? Dass du Wasser und Lava halt verbindest und dann hast du das ganze Zeug dann da. So kenne ich das halt. Ich sollte mal eine Fackel hier hinschmeißen. Weil ich hier keinen Monster-Spawn habe. Ich muss gleich erstmal gucken, wie weit wir das überhaupt wegnehmen. Weil ich will jetzt auch nicht den Stall zu groß machen. Lass mich mal schauen. Wenn wir den ungefähr bis hierhin machen... Sollte das doch eigentlich reichen. Will ich jetzt spontan sagen. Warte, ich guck gleich. Können wir mal probieren. Das können wir mal auf jeden Fall machen. Müssen wir mit auf die To-Do-List schreiben. Oh, das war jetzt doof. Ich wollte jetzt nicht die Hacke dafür nehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir für nächste Woche versuchen werden, weil wir werden jetzt bis 6 Uhr circa Minecraft machen. Und dann werde ich gleich mit dem Tokusa, der auch Minecraft spielt, der spielt aber ATM 8, der spielt nicht 9. Mit Atomreaktor. der spielt das auch, aber der streamt momentan nicht so häufig. Werde ich mit ihm dann The Division machen, weil eigentlich sollten wir gestern The Division machen, aber es war so warm bei ihm, dass er gesagt hat, nee, er will nicht. Deswegen haben wir gestern leider nicht Division weitergemacht. Eigentlich könnte ich eine Schaufel nehmen, ne?
Okay. Ich wusste gar nicht, dass man das auch als Server machen kann. Also ich hab da keine Ahnung von. Ich bin da voll der Noob drin. Ja, mit unserer Leitung geht das oder so nicht, irgendwas hier aufzusetzen. Ich bin ja schon froh, wenn wir... Ja? Echt? Ach ja, stimmt. Hier haben wir damals Treibsand gebaut. Das war das Geilste, was wir gemacht haben. Ich fand das schön. Treibsand war cool. Ich habe damals mit Tugusa und Maranuma auf dem Server gespielt. Und ich habe dann damals gesagt, ey, cool, Treibsand. Nice. Bin ich voll begeistert von. Und die beiden allerdings waren es nicht. Und der Treibsand hat sie getötet, aber nicht das, was ich töten wollte. Aber es hat funktioniert. Auch die Monster sind reingegangen. Zwar nicht in den Ausmaßen, wie ich es ganz gerne haben wollte, aber es hat trotzdem funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen auch unten mehr anpflanzen, weil wir brauchen mehr Essen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Da müssen wir noch ein ganzes Stück wegnehmen. Wenn ich begeistert war, war mir klar. Was hat man davon, wenn man mit mir spielt? Ich baue halt groß und ich baue halt immer gerne groß. Auch in The Forest habe ich immer gerne groß gebaut. Frachen Toguma, Frachen Polama. Die waren nicht davon begeistert. Was hast du jetzt schon wieder vor? Lass mich, ich will einen Wall errichten. Alter, wofür brauchen wir 1000 Baumstämme? Lass mich! Das ist mein Wall! Das kriege ich nicht weg, da brauche ich eine andere Axt für. Weiß schon, warum die beiden nachher das Kotzen gekriegt haben. Den Reaktor, also der Togo hat eingebaut, aber ein ATM-8, deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendeinen Unterschied gibt zwischen den Reaktoren. Der hat da eingebaut. Ja, ich glaube, bis wir sowas hinkriegen, wie einen Atomreaktor zu bauen, also das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich bin ja schon froh, wenn ich hier so eine kleine Farm am Laufen habe und so ein bisschen Haus habe. Das ist schon ganz gut. Wenn ich eine Mini überlebe, ohne zu sterben, also beim müssen wir ja auch fast draufgegangen. Und deswegen, da bin ich schon ganz froh drum, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin der Musik auch gar nicht hinterhergelaufen. Okay, es ist irgendwas anderes, was da rumschwirrt. Bin die Musik ja auch nicht hinterhergelaufen, habe ich ja auch nicht gemacht. Was bräuchte ich denn jetzt noch? Nur Hacken brauchte ich erstmal. Genau, die Eisenspitzhacke. Hatte ich nicht irgendwo eine? Ich hatte doch eigentlich eine. Und wir müssen den Garten erweitern. Das müssen wir auch definitiv machen. Wir müssen mehr Weizen anpflanzen. Hat mir aber so vor, wir wollten weiter in die Richtung, glaube ich, gehen und den Garten größer machen. Und der ganze Garten hier sollte auch nochmal geändert werden. Doch oben. Ja, weil ich habe nämlich noch keinen gebaut. Der Tugo hat eingebaut und aus Zwang. Weil bei mir ist immer das Problem, was willst du bauen? Also bei mir sind halt immer so Sachen wie Stahllager, dann Mine, Garten. Das sind so die Standardsachen, die ich mache. Und meistens danach habe ich so die Lust verloren, dass ich dann halt nicht weiterspiele. Oder halt keine neuen Ideen habe, was ich dann machen könnte. Ne, ich habe keine mehr. Ist doch gar nicht. Verdammt. Muss ich das Eisen doch dafür nehmen. Guck mal, ich habe sogar noch 46 Eisen. Ach, verdammt, papalapap, ist das egal. Dann ist das Wumpe. Die Festung, was Festung? Ja, hat meiner auch. Meiner auch. Aber das Beste, was ich bisher gebaut habe, war damals in der Nähe von einem Meer.
Und da habe ich eine riesen Wall rumgebaut. Und was haben wir damals noch gemacht? Genau, ich wollte rüber zum Schiff gehen. Habe eine richtig schöne Baumfang gehabt. Ich hatte alles abgezäunt, also es kam kein Monster mehr rein oder raus. Meistens kamen sie gar nicht erst rein. Jetzt kriege ich das nicht mit, ne? Ja, ist doch recht, ich brauche mehr. Ein Mann von Welt braucht mehr Inventarplatz. Die Rucksäcke sind in Minecraft einfach zu klein. Es ist grausam. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wo ich den Rucksack hingeschmissen habe. Ich blicke hier momentan ja selber nicht durch. Ich weiß aber, dass ich irgendwo gerade noch Truhen hatte. Aber ich meine, Rucksäcke kannst du auch bauen. Da ist noch eine Kiste. Ich nehme die einfach mal mit nach oben. Ja, einen habe ich auf jeden Fall bekommen. Und ich weiß auch, dass du welche herstellen kannst. Das habe ich nämlich auch schon mitbekommen. Die Lunde behalte ich mal. Kann ich eigentlich auch da reinschmeißen. Die haben wir nämlich letzte Woche gefunden. Aber ich würde ganz, ganz gerne auch den Monster-Spawner da unten wegnehmen. Den würde ich halt auch ganz gerne da wegholen. Der wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir den hätten. Wäre nämlich auch ganz cool. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich den wegkriege. Ich glaube, irgendwie was mit einer Verzauberung müsste man, glaube ich, haben. Das ist zumindest das Letzte, was ich weiß. Das müssen wir das hier noch, soweit es geht, rausnehmen. Den Erz und den Rest machen wir dann gleich mit Erde zu. Ich könnte auch mal eben hier ein paar Lichter reinschmeißen. So, das knallen wir mal mit Erde zu. Weiß ich nicht, ob das in der Version geht. Nein. Wegen Strom? Ja, ich muss noch einiges bei Toko gucken an Videos. Ach, der ist auch schon wieder da. Junge, du nervst. Geh sterben. Ah, ich hasse den Typen einfach. Ich hasse ihn. Ja, ich weiß, das ist Werbung. Aber warum kommt die so häufig? Hat Twitch wieder irgendwas geändert? Normalerweise sollte die Werbung einmal die Stunde kommen, nicht die halbe Stunde. Ich muss gleich mal nachgucken. Was hast du denn überhaupt hier? Rumble by SpaceX. Was ist eine Scheiße. Ich glaube, dir geht's auf jeden Fall. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie man das updatet, dass ich auf der aktuellen Version immer noch mein Savegame habe. Das ist halt das Problem. Man kann dann auch die Spammer erweitern. Weil es wäre natürlich von Vorteil, wenn du die hättest, du könntest dir im Endeffekt eine Monsterfarm ja bauen. Das hat der Togo damals gemacht. Und mit dieser Monsterfarm hat er quasi EP gegrindet. Er hatte damals auch... ich weiß nicht genau, was es war. Er hatte auf jeden Fall irgendwie was gefunden beim Angeln. Ich glaube, das war ein Verzottbuch und dadurch konntest du die Sachen wieder reparieren. Oder irgendwie was anderes mitmachen. Hat er damit auf jeden Fall irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich nochmal fragen, ob er das weiß. Ich habe einfach die aktuelle Version aktualisiert. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht und dann war mein ganzer Savegame kaputt. Deswegen seitdem bin ich vorsichtig. Bei solchen Sachen. Aber ich kann ja vorher ein Backup machen eigentlich. Ich kann ja vorher sagen, hier, das zu der aktuellsten Version. Ja, was meinst du, warum ich eine Festplatte da oben liegen habe? Das wäre jetzt fast schief gegangen. Wie
ich sollte das nicht tun. Geh dann mal wieder hier raus und mach dann nur das weg, was ich brauche. Ah, schön. Beim letzten Mal haben wir uns damit fast getötet. Neun Blöcke will ich gar nicht. 3x3 reicht eigentlich auch. 9 Blöcke sind zu viel eigentlich, oder? So, kann ich das nämlich direkt mit Erde zumachen. Ja, deswegen, ja, deswegen, das ist halt immer schwierig. Beim letzten Mal konnte ich mein Safe-Gear nämlich nicht laden, seitdem habe ich gesagt, dass ich die Finger davon. Weil ich gucken müsste, ob ich mein Safe-Gear irgendwie andersweitig sichern kann vor dem Backup. Ja, echt, der Togo. Dann müsste ich das mal ausprobieren. Habe ich aber so das Gefühl, dass die Musik einfach zu leise ist, ne? Er wird sich der Togo gleich aber freuen. Der ist wahrscheinlich gerade am Aufnehmen, der kriegt das nicht mit. So. Komm ins Sky, dann ist er nicht. Ist er nicht im Aufnehmen. Ich dachte, er wollte aufnehmen. Echt wo? Dann hat er über Dingens gespielt. Ja, müsste ich vorher mal machen, dass man den Safe Game vorher backupt. Und wenn das halt schief läuft, kann man das ja immer noch irgendwie begradigen im besten Fall. Nice, das ist direkt unter unserer Höhle. Ich bin nicht begeistert. Das ist nicht so schön. Ach, verdammt, ich wollte doch Dinger essen hier. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, ne? Wenn das direkt unter unserer Höhle ist. Das ist natürlich nicht so schön. Boah, egal, das kriegen wir auch irgendwie hin. Wollte ich da so noch einen Zaun drum machen, weil direkt unter unserer Höhle. Ja. Es ist ja direkt bei uns drunter. Da ist ja die Bude, die Mine. Und da waren wir beim letzten Mal ja drin. Irgendwo schon wieder ein Gegner rumlaufen. Ich weiß jetzt nur nicht, was das für einer ist. Jetzt ist er wieder weg. Aber wir haben das letzte Mal noch gesagt, wir haben ja keine Räuber. Bam, standen sie vor der Tür. Ja, ich glaube, da sollte ich wirklich mal die Klappe halten. Weil das muss nämlich auch noch alles weg hier. Das ganze Stück hier. Normalerweise würde ich jetzt eine Schaufel machen und hingehen. Das habe ich nicht noch eine gemacht vorhin? Ja, ich hatte, glaube ich, eine gemacht. Aber das mit der Schaufel kann ja jeder. Nein, es ist natürlich sinnvoller, mit der Schaufel zu machen. Nur ich bin halt manchmal zu faul, dann wieder rüber zu laufen und die Schaufel zu holen. Und ich wollte die Mine nämlich auch noch zumachen mit einem Zaun drum, dass wir nur wieder reingehen können. Mal hier die Sachen essen. Die Frage, welches Holz wir dafür nehmen für den Rand. Obwohl, können die Räuber das Holz eigentlich in den Brand stecken?
Wir können ja eigentlich auch eine Steinwand draus machen. Oder wir nehmen das halt aus dem Dimensionsportal. Die Steine bauen daraus den Stall nachher. Hier auch noch was zu füttern dabei. Also Weizen habe ich noch, Weizenkörner. Ich glaube, ich muss unten erstmal erweitern, dass wir genug zu essen haben. Das wird das momentan ein bisschen schwierig. Sarah, es ist total planlos. Ich will einen Stall bauen. Was mache ich? Ich mache eine halbe Festung daraus. Ja. Ah, guck mal, sind schon ein paar Sachen gewachsen. Ja, Schafe brauchst du ja für die Wolle im Endeffekt. Mit der Wolle kannst du ja auch was machen. Nicht immer so. Bist du am Ende immer da rauskommst, wo du eigentlich gar nicht hinkommen wolltest? Ja, kannst du auch machen. Machst du halt einen Atomreaktor, keine Burg. Ist auch nicht schlecht. Es ist, ich glaube, jeder Minecraft-Spieler hat so seinen eigenen Baustil, ne? Also jeder hat da so seinen Weg, wo er sagt, ja, damit komme ich halt am besten zurecht. Und wenn man dann halt an anderen zuschaut und sich denkt, Alter, was machst du da? Was tust du da eigentlich? Warum? Weil nein, du darfst das nicht so anfassen, du musst das doch so und so machen. Da kriegen viele wahrscheinlich auch direkt so Chaos einfach, ne? Also ich weiß, dass der Toko bei mir nicht zuschauen kann, weil ich dem einfach zu planlos baue. Ja, weißt du, das Schlimme ist ja, er hätte auch reinschreiben können, pass auf, der Versuch eines Atomreaktors. Die Leute würden dann wesentlich mehr in die Videos gucken, als wenn er reinschreibt, Beauty. Wegen dem Atomreaktor? Da wird nichts passieren. YouTube überprüft deine Videos. Ja, solange jetzt keine erotischen Szenen oder sowas drin sind. Also Dörfer haben wir relativ viele. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Safe-Game ist. Ja, also das Spiel handelt ja vom... Eigentlich müssten wir im Tech noch reinschreiben, planlos. Minecraft bauen. Was noch? Ne? Also... Ja, und nicht familienfreundlich. War der Stream jemals familienfreundlich? Wir reden von Minecraft. Ja, ich bin auch nicht familienfreundlich. Habe ich auch nie behauptet. Ja, ja voll nicht. Es sind viel mehr geworden als früher. Also ich habe so das Gefühl, dass da auch wesentlich mehr drin sind als vorher. Wenn du früher mal so ein Village-Dorf gefunden hast, dann warst du ja schon froh. Ja. Weil ich sag mal so, bei mir ist es immer halt so, ich habe immer so einen Plan ungefähr, wie das ungefähr aussehen sollte. Das heißt, ich möchte die ganze Wand hier in diesem Muster haben. Was mache ich dann mit den anderen Wänden? Welches Muster nehme ich dann? Nehme ich dann rot, zum Beispiel das mit der Treppe hier. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Das wird komplett alles grün mit der Wand. Hier könnte ich ein rotes Muster reinhauen. Hier habe ich jetzt eine Lücke. Ja, was mache ich mit der Lücke? Ja, also man möchte so ein bisschen Abwechslung ja drin haben von der Farbe. Ja.
Auch neue Dungeons. Also ich habe jetzt nur den einen Dungeon erkundet, den wir jetzt unter uns haben. Echt? Ich habe soweit noch nie gespielt. Ah. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine finden. Das hat mich, glaube ich, zugemacht. Ah, diese scheiß Drecksviecher wieder. Wo ist mein Schwert? Hau ab! Ich sehe kaputt, ich komme ja auf mein Schwert. Ja. Drecksvieh. Ja, das mit dem Dorf, das haben wir auch schon mal gefunden. Wir haben aber da nicht durchgeblickt. Wir haben das nicht verstanden, was die von uns wollten mit dem Dorf. Und wie das geht. Also das Ding habe ich auch gefunden. Das ist gar nicht so weit weg von mir. Von dem aktuellen Savegame gerade. Was haben wir hier ausgewachsen? Ich habe es kaputt gemacht. Genug Pilze. Drachen schon durchgeballert? Alter! Also wir reden gerade nebenbei über Shakes and Fidget. Wir haben das damals relativ früh gespielt, das Spiel. Es ist also ein Browser-Game. Und haben auch relativ lange gespielt. Ich glaube 2 Jahre oder sowas. So 3 Jahre am Stück. Und dann hat man unsere Charaktere gebannt. War ja nur so, dass wir nur 50 Stück hatten. Auf einem Server. Wir wussten aber nicht, dass das verboten ist. Ja, genau. Wir hatten noch, also es waren nicht alles unsere eigenen Charaktere. Wir hatten dann noch von meinem Bruder, von meinem Schwager, dann von deren Freunde und so weiter und so fort. Also wir hatten ja relativ viele Charaktere, um die wir uns gekümmert haben. Und da alles über eine IP läuft, haben wir uns irgendwann gebannt. Ich war in der Nachtschicht, hab übers Handy reingeguckt. Oh cool, wir werden angegriffen. Erstmal anmelden und einen Tag später konnte ich mich da nicht mehr einmelden, hatte mich dann beschwert, weil wir hatten vorher noch Geld investiert und dann habe ich dann gesagt, ja, ist klar, weißt du, man investiert Geld und zack, bannt man die Leute. Ich habe keinen Account mehr wiederbekommen. Dann haben wir aufgehört, dann haben wir jemanden mal angefangen. Dann haben wir aber nur 2 Accounts gehabt, das hat 2 Tage gedauert, dann haben sie uns die auch gebannt. Und jetzt haben wir, glaube ich, vor einem Monat, glaube ich, angefangen wieder. Wegen dem Craft. Ich weiß nicht, ob du das was sagt, mit WoW. Wir lassen das, machen wir zu. Könnten wir eigentlich so eine... Habe ich schon, ja, weiß ich, hab ich schon reingemacht. Ich guck sofort, was du schreibst, Sekunde. Ah, jetzt auch gespielt. Ja, ich sehe, dass du schreibst, aber ich kann jetzt nicht, konnte jetzt nicht rübergucken. Bis kurz vor 11. Ja, müssen wir. So. Ja, WoW spiele ich auch. Also nicht mehr so aktiv wie vorher. Ich habe vorher recht aktiv gespielt. Aber mittlerweile spiele ich jetzt nur noch Classic. Werde es Level 80 werden. Und wenn das Projekt dann durch ist, ich denke mal, wir werden da vielleicht noch 2-3 Wochen dauern. Also heute kommt es definitiv nicht, weil wir diese Division verschoben haben auf heute. Und wenn ich das dann durch habe mit Level 80, werden wir uns dann mit Assassin's Creed 2 begnügen, beziehungsweise werden dann die Assassin's Creed-Reihe starten, was ja schon länger geplant ist. Eigentlich wollte ich mit dem ersten Teil anfangen, geht aber nicht, weil ich kriege den ersten Teil nicht zum Laufen. Deswegen kann ich den nicht spielen. Würde ich schon die Axt nehmen. Ich muss hier noch so Fackeln reinmachen, wie bei den Village People. Die haben so schöne Lampen. Nicht die Village People, die Villager.
Eine Schmiede müsste ich eigentlich auch noch bauen. Und ich wollte eigentlich den Stall machen, jetzt sitze ich am Garten. So schnell geht das. So, es ist Tinkerz. Ja, ich muss ja erstmal genug Ressourcen haben dafür. Ich finde, es ist so warm hier drin auf einmal. Ich hab Inventar schon wieder voll. Weil ich jetzt gerade überlegen bin, doch, ob ich hier so einen Weg reinmache. Man kann doch die Erde... Fand es doch die Erde irgendwie, oder ging das nur mit der anderen Erde, wenn die grün war? Jetzt muss ich mal kurz... Zeige ich dir sofort, sobald ich die Schaufel gefunden habe. Ach, geil. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es sowas gibt. Also ich spiele einfach zu viele Spiele, dass ich sagen würde, ich konzentriere mich ja vielleicht auf ein, zwei Spiele und versuche mich da irgendwie dann da drin. Erstmal was essen hier. Ja, ich denke, das ist halt wahrscheinlich einfacher, wenn du alles automatisierst. Ich denke, mit dem Garten geht das bestimmt auch, dass du es automatisieren kannst. Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob das irgendwann dann zum Problem wird, wenn man das alles automatisiert. So, was ich machen wollte, war folgendes. Warte, ich gehe mal nach oben, dann kann ich euch das zeigen. Ah, auch nicht schlecht. Also bei mir dürfte jetzt nicht allzu viel spawnen. Alles, was spawnt, ist unter uns. Das ist nämlich direkt die Mine, die unter uns ist. Jetzt wollte ich einen Weg machen. Zum Beispiel das hier. Dass du unten halt so einen Weg hast, das wollte ich halt nach unten machen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das auch mit der Erde geht. Ah, cool, geht. Okay, dann hat sich das erledigt. Weil die Überlegung war jetzt, hier so einen Weg runter zu machen. Und da auch gleich in die Richtung dann nochmal einen Garten zu machen. Damit wir genug Essen und sowas haben. Und dann halt hier so einen Weg zwischen machen. Wo wir dann links und rechts den Garten haben, bis hierhin. Dass wir ungefähr bis hierhin gehen, dass du halt einen Weg hast. Und halt hier drüber gehen kannst, weil hier ist nämlich die Mine. Die muss ich auch noch ausbauen. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Hey, Rucksack. So, das wäre jetzt halt auch eine Überlegung. Dann haben wir den Garten ein bisschen größer, haben dann genug zu essen. Und können dann auf jeden Fall Weizen schon mal anbauen für die Tiere. Das ist halt nur die Frage. Wie breit mache ich den Weg dann? Also ich denke, es gibt hier eine Menge Automatisierung. Ich denke, für den Garten wird es das bestimmt auch geben, ne? Ja, es geht relativ fix mit dem Safe Game, ne? Das geht ja ganz schnell, dann ist der kaputt. Ja, wo du diese ganzen Buden hattest. Ich habe keine Erde mehr. Was? Würde ich gerade, mache ich hier so den Weg rüber, dann müsste das doch passen, wenn ich hier den Weg rüber mache. Ich täte nicht ab. wir hatten bisher... Hatten wir schon einen? Ne, wir hatten den Necromancer.
Den hatten wir. Der war richtig ekelhaft. Den mochte ich überhaupt nicht. Den kannte ich aus Minecraft Dungeon. Hm? War noch nicht mal ein Bossmonster. Also wenn das die sind wie bei Achtental. Ja, ich gehe da mal nicht mehr raus. Die habe ich auch gehasst. Wir hatten im Achtental, die Folgen sind alle auf YouTube. Die hatten wir einen, der hat mir das Dach angezündet, der Drecksack. Und seitdem baue ich kein Holzhaus mehr. Das war so ein Sturmtyp. Und seitdem baue ich kein Holzhaus mehr, sondern halt aus Stein. Also ich finde das ja nicht schlecht, dass du zwischendurch immer neue Gegnertypen drin hast. Stimmt, eine Ziege gab es auch als Boss. Ja, es gab viele Bosse in dem achten Teil. Und das hat mich jetzt schon gewundert, dass im neunten noch gar keine drin sind. Gibt es noch bessere Schwerter mit dem Update? Ach so, okay. Also wird direkt da quasi dann so ein bisschen ausbalanciert. Ich weiß jetzt schon, dass Minecraft besser ausbalanciert ist als Palette 2. Das ist einfach so traurig. Ja, als Palette 3 oder so. Das wird bestimmt so wieder ein reines Chaos werden mit Palette 3. So, jetzt haben wir hier einen schönen Weg. Wir müssen die noch ändern. Und da könnten wir zum Beispiel auch einen Garten hinmachen. Dann könnte ich das wieder zumachen hier. Könnten wir hier eine schöne Wand reinmachen. Dann könnten wir hier den Garten sogar ein bisschen... Ja, das will ich... Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich könnte die überlege ich gerade. Die Kisten, die könnte ich eigentlich hier hinpacken. Also hier vielleicht zwei Stück hin. Und den Rest mal gucken. So viel zum Stall heute. Das war so klar. Tja. Das gehört alles zum Stall. Es ist ja fast Stall. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon... Ja, es ist fast Stall. Brauch eine Axt. Habe ich eine Axt dabei? Ja, man sucht halt eine Möglichkeit, das irgendwie sich selber zu rechtfertigen, indem man sagt, ja, ich habe hier doch schon Stall gebaut und so. Das ist einfach nur Tierfutter und ich habe das alles gar nicht verstanden und so. Ne? Also man verarscht sich gerade in dem Moment eigentlich selber. Kann man natürlich auch machen. Kartoffeln und sowas können wir gleich auch dann Ofenkartoffeln machen. Was? Bitte? Müsste ich auch mal gucken, habe ich auch noch nicht gemacht. Also alles, was Richtung Automatisierung geht, da bin ich noch neu. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Aber gut. Ich sag mal so, wenn du in eine Metzgerei gehst, dann wird das da nicht anders aussehen. Ja, im Schlachthaus. Du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine. Sieht das genauso aus, aber... Naja, es ist halt etwas, was halt normal ist. Ja, also viele Leute, die wissen gar nicht, ich gehe davon aus, dass die es nicht wissen, wie das Fleisch, was du kaufen kannst im Laden. Rechtsklick, ich mache die ganze Zeit Rechtsklick. Oder meinst du mit der Axt?
Ich mach grad Zeitrechtsklick. Mit der Axt habe ich es nicht gemacht. Viele Leute wissen gar nicht, wie das aussieht in so einem Schlachthaus, Schlachthöf oder wie auch immer die Dinger heißen. Leider habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Und ich kannte sogar mal einen aus WoW, der war Schlachter und der hat sogar seine Lehre, oder Metzger, nee, sowas war. Er hat seine Lehre auf jeden Fall auch gemacht und hat Meister gemacht. Was danach aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe kein Facebook mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Wie hieß der? Alex? Irgendwie Alex. Ja, da heißt der dritte Alex, den habe ich damals kennengelernt über die Allianzgelder, wo ich drin war. Von Daniel. Ja. Da habe ich den halt kennengelernt. War noch nicht fertig. So. Ja, das ist halt, wenn man vom Land kommt, dann ist das wieder so eine ganz andere Geschichte. Ist das so was anderes. Deswegen sage ich ja, für viele Leute, die werden das nicht kennen. Ja, die gehen in den Laden, kaufen sich ihr Fleisch fertig. Was da aber hintersteckt oder was mit den Tieren gemacht wird, das wissen halt nur wenige. Oder wie das Ganze generell abläuft, sage ich jetzt mal. Aber muss jeder selber wissen. Da bin ich ganz ehrlich, das ist jedem seine eigene Entscheidung, was er damit macht. Die einen sagen, die wollen nicht drauf verzichten, die anderen sagen, ja, ich möchte halt kein Fleisch essen, die anderen sagen, ich möchte halt so ein Fleischersatzprodukt haben. Und ich sage, es ist mir vollkommen scheißegal, was er isst, Hauptsache, lasst mich mit dem Thema in Ruhe. Wenn ich da Bock drauf habe, mal, ich sag mal, Salami zu essen, es ist, wenn ich keinen Bock drauf habe, es ist halt nicht. Aber bei mir ist halt so das Ding, ich war noch nie wirklich ein Fleischesser, schon als Kind nicht. Ja, ich wollte auch nur, es geht ja jetzt nicht darum, es geht halt darum für die Leute nachher auf YouTube. Deswegen ist das relativ Wumpe. So. Mama, warum ist die Kuh nicht lila? Ja, sie hat keine Milka-Schokolade gegessen. Aber Milka hat sich das patentieren lassen, ne? Habe ich jetzt hier bei, wie hieß der, Malte? Der Malte? Jetzt bestimmt auch. Die haben sich das patentieren lassen. Auch nicht schon wieder so ein Drecksvieh. Ja, wobei ich denke, das ist, glaube ich, auch so eine Erziehungssache, ne? Dass die, ja, ich weiß nicht, Kinder sollten die das überhaupt wissen, dass sowas passiert? Ja, schon, aber es hängt auch immer darauf ab, wie die Eltern das dem Kind beibringen, denke ich, ne? Du bist ja auch was anderes. Ich rede ja nicht von dir. Ich sag ja auch nur. Du musst ja auch nicht immer alles auf dich beziehen. Das ist bei jedem nur mal anders. Das ist deine Ansicht, ob es falsch ist. Ja, dazu werde ich mich jetzt nicht äußern. Es gibt gleich nur Streitereien. Aber ich muss gleich mal gucken wegen YouTube. Der haut mir jetzt alle 30 Sekunden, 30 Minuten Werbung rein. Ich bin schon seit einer Stunde zu Gange. Was? Was? Ja gut, das ist natürlich was anderes. Du schlachtest das Tier ja nicht. Du verarbeitest die Wolle dann ja. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja, ich habe es bei euch gesehen, wenn ihr die Schafe schert. Nee, kannst du nicht sofort bearbeiten. Ach fuck, ich muss aufpassen, dass ich mein Wasser nicht kaputt mache. Obwohl, das ist egal.
Naja. Mache ich jetzt da für einen Holzboden rein? Habe ich noch rote... Mir musst du das nicht erzählen. Ich weiß, wie das ist. Ich habe es bei dir damals gesehen. Du kannst es gerne in den Chat schreiben, damit die anderen das auch wissen, was du gesagt hast. Ja. Ich rede ja jetzt auch nicht von ihm. Ich rede davon, dass die Leute, die das Video gucken, dass die wissen, was du gemeint hast. Ich mag auch keiner. So, wir bauen noch ein bisschen rotes Holz, würde ich sagen. Könnten wir das nämlich einmal komplett in Rot machen hier. Das müssen wir weiter nach hinten schieben. Dann könnten wir aber hier so nochmal, obwohl das ist etwas zu weit im Endeffekt, ne? Das könnten wir eigentlich nämlich wieder raus. Dann machen wir nachher die anderen Dinger rein. So, ich gehe mal mit Holz holen. Ich sollte mal schlafen, wir haben schon die Nacht durchgemacht. Wo ist eigentlich mein anderes Bett? Ja, ich weiß. So, warte mal, wir können mal eben den in den Ofen schmeißen. So, dann. Gehen wir mal im Schnarchen. Was habe ich getan? Echt? Cool. Ja, ich drücke mich gleich eben ein. Hm? Auf den neuen. Ja, ich drücke gleich einmal kurz durch, dann ist das erledigt. Aber irgendwie werden mir die Tiere so ein bisschen wenig, ne? Schafe, Kühe sind so ein bisschen... Hier wird nicht gewandert. Ja, wir werden die schon finden, dann mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Ja, vielleicht ist denen das einfach hier zu waldig. Guck mal, siehst du, da sind doch die anderen Tiere. Da sind sie doch alle. Noch. Noch. Alt, gehört ihr mir? So, in irgendwann 3-4 Folgen. Ja, stimmt, einen Sattel habe ich auch noch nicht. Ach, scheiße, ich bin doch doof. Bin doof. Ich hab Scheiße gebaut. Hab ich jetzt aber, warte mal, hab ich das falsche Holz jetzt? Das falsche Holz abgenommen. Ich glaub, das war das falsche. Ja, es ist das falsche. Wir brauchen das von dem Mammutbaum, nicht von dem. Ja, ist egal. Wo
Obwohl wir das hätten natürlich auch anders machen können, ne? Wir hätten ja auch hier das Blaue da machen können. Obwohl, hier können wir auch das Grüne nachher hinmachen. Das können wir auch machen. Das ist ein bisschen bunter dann. Nein, es gibt kein Pink. Welches Holz? Von dem, was ich jetzt hab? So, ja, die habe ich jetzt noch nicht abgemacht. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir welche haben. Habe ich noch nicht. Pinkes Holz. Also wenn es nach mir ginge, wäre die Bude komplett schwarz und rot. Und vielleicht ein bisschen Silber mit drin. Naja, es ist nicht komplett rot, also Bordellrot, also... Nein, Bordellrot. Hochfarbe. Diese komischen roten Lichter, die sie ja da immer haben. Da gibt es sogar als Muster. Was? Was? Also schwarz und echt? Das ist als fertige, glasierte Keramik. Oh, cool. Ja, ich kenne mich damit aus, weil ich jemanden kenne, der damals neben dem Puff gewohnt hat. Ja, ist so. Ja, weißt du wer? Such mal nach das siebte Keramik, warte. Meinst du die hier? Ah, das wäre schon nicht schlecht, ja. Was soll ich dazu sagen? Mach ich den ganzen Weg jetzt hier rund? Ne, warte mal, ich mach den ganzen Weg nicht runter. Wir machen ungefähr bis hier. Mal hier den Weg zwischen. Ich muss ja irgendwie noch an die ganzen Sachen kommen und ich muss noch die ganzen Fackeln machen. Wir machen zweimal Erde. Müssen wir mal gucken. Wollen wir die machen. Aber ist auf jeden Fall eine Idee. Das letzte Haus, was ich gebaut habe in dem ATM 8, war komplett aus Ziegelstein. Also nicht, also diesen... Wo haben wir das denn bekommen? Das war auch so ein Rot. Das hast du aus der Mine, glaube ich, bekommen. Das hatte so ein Ziegelsteinrot, hatte das. Haben wir die gebrannt damals? Ich weiß es jetzt auch nicht, wie wir die gemacht haben. Ja, deswegen sage ich, ich bin immer vorsichtig mit Safe-Games updaten. Ja. Muss ich nur gucken, da können wir nachher was runterbaumeln lassen wegen den Lichtern, das ist eigentlich auch kein Problem. Pflanze mit den Leuchtbeeren, welche Pflanze? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. Also ich weiß es noch nicht. Wenn es an mir ginge, würde ich überhaupt eine Lampe hinmachen. Vor allem jetzt hast du hier so das Problem, dass das hier so ein bisschen zu dunkel ist, ne? Oh, jetzt mal das Wasser voll. Ich mache immer komplett Wasser rein, weil ich das vom optischen her einfach schöner finde.
Das ist mir so ein bisschen lieber auch. So, siehste, haben wir noch einen Garten gemacht. Oh, erstmal noch die Home. Genau, wir brauchen noch alle Bienchen, Kaninchen. Na, dann läuft das schon. Aber okay, komm mal ran hier, du wirst gebraucht. Jetzt momentan eh so ein bisschen schlecht gelaunt, der Kleine. Den ist allen zu warm hier drin. Deswegen habe ich den gerade Gurke gegeben. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir das so weit erweitern, dass wir das hier... Willst du eigentlich? Ist so schon zu wenig. Weißt du, mir aufgefallen, dass immer dieselben Lieder, wenn wir Minecraft anhaben, laufen? Wo ich die Playlist schon erweitert habe? Doch, ich merke das, weil ich das Lied auch hier letztes Mal schon drin hatte und es eins meiner Lieblingslieder ist. Ja, du kriegst das ja gar nicht mit. Ja, kriegst du nämlich nicht so viel mit, deswegen habe ich das auch nicht sofort mitbekommen, dass er geschrieben hatte. Ich hätte das eigentlich noch eins weiter runter machen können, ne? Oh ne, wir lassen das so. Habe ich noch Erde dabei? Nein. Ich muss mir noch einen Titel dafür überlegen für die Folge. Lass uns einen Stall bauen. Wenn der Stall plötzlich zum Garten wird. Ja, das versteht aber nicht jeder. Es gibt Leute, die spielen halt keinen WoW. Hä? Das ist richtig. Da ist noch eine Lücke zwischen. Stehe ich so auf Clickbait. Du kannst jetzt sogar... Vor allem der Witz ist, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen. Von YouTube. Es gibt jetzt eine neue Beta. Da kannst du für echt Geld deine Videos mit Werbung machen. Du mehr Klicks und sowas bekommst. Also wenn ich schon so weit gehen muss... Allein schon, dass wir die Thumbnails geändert haben, macht schon einen riesengroßen Unterschied. Das stimmt, das ist richtig, ja, ja. Hier mache ich einen kleineren Garten rein, denke ich. Hier mache ich den kleineren Garten rein. Ja, ja. Ja, wie gesagt, jetzt ist alles auf YouTube nur VODs, deswegen. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Eigentlich wollte ich das komplett erweitern, aber ich glaube, das mache ich hier nur einen kleinen Garten rein. Ja, genau, ich wollte noch Sachen anpflanzen. Ja, deswegen sage ich, es ist halt nicht immer einfach, gerade wenn du ein VOD machst und das hochlädst, was schreibst du dann rein? Weil nicht jeder hat Zeit, sich, ich sag mal, 2 bis 3 Stunden anzuschauen. Was ich natürlich auch verstehen kann, so ist es nicht. Aber wenn du diese 20 Minuten, die du damals hattest pro Video, das ist... Es ist nicht mehr so gefragt. Ich meine, klar, wenn du jetzt natürlich ein großer Content-Creator bist, ich sag jetzt mal wie Gronkh oder halt viele andere, die eine gewisse Reichweite haben, da kannst du selbst ein 20-Minuten-Video am Tag machen. Die Leute gucken dich trotzdem. Ja, aber das ist Standard. Also das neue Standard ist quasi, sage ich jetzt mal,
komplette Livestream-Folgen rauszuhauen. Oder Folgen, die mindestens eine Stunde gehen, damit die Leute den Content schneller konsumieren können und nicht so lange warten müssen wie früher. Du hast früher ein Video gemacht, es ging 15 Minuten. Und jetzt muss es heute, dann war es irgendwann 20 Minuten. Ja, wie gesagt, es ist krank. Wenn ich ein Video machen würde mit 1,5 Stunden Charaktererstellung, das würde vielleicht einer gucken, die ersten Videos, und danach würde es keiner mehr gucken. Ja, wie gesagt, das Neue, also das, was sich so durchhaut, ist halt mehr dieser Livestream-Content. Wenn ein neues Spiel rauskommt, wie Baldur's Gate 3 zum Beispiel, oder was demnächst auch kommt, ist ja, wie heißt es jetzt, Stellaris? Nein, nicht Stellaris. Wie heißt das von Bethesda? Starfield, ich sag mal Stellaris. Wenn das kommen wird, pass auf, da werden so viele Leute nur dieses Spiel konsumieren wollen, weil die halt wissen wollen, was das ist. Und das ist halt die, ja, das Neue. Ja, das ist halt, das hat sich durchgesetzt mittlerweile. Also so sehe ich das. Es soll bisher keinen Bug haben. Es ist getestet worden, es ist bisher noch bugfrei. Ja, ja, ich weiß, es ist ein Bethesda-Spiel. Wenn das keine Bugs hat, ist es kein Bethesda-Spiel. Ich habe den Namen wieder falsch ausgesprochen. Ich bin da gut drin, Namen falsch auszusprechen. So, den Weg, den mache ich hier wieder komplett zu. Muss ich meine Schilder ja auch woanders hinhängen. Ah, fuck. Ja. Ah, Mist. Falsche Taste. Jetzt habe ich irgendwelche Screenshots gemacht. Nice. Ja gut, ich hab's ja in der VOD drin, was da drin steht. Deswegen das ist das nicht so schlimm. Und dann geht er dann ja noch. Ja, Sache, das geht dann ja noch. Ich habe zu viel Wasser hier drin. Meine Farbe ist undicht. Ah, schön. Nein, das habe ich. Das ist egal. So, dann mache ich das hier und auch mal eben alles zu. Ich glaube, die Fackeln und sowas lasse ich hier drin. Dann kann hier kein Monster zumindest spawnen. Ist da nicht ganz so wild. Eine Mine haben wir ja mittlerweile. Wir haben ja einen Eingang. Haben wir auch noch Platz im Inventar? Brokkolisamen, ja, die können wir zum Beispiel auch anpflanzen. Komme ich nicht hoch, verdammt. Hier nehme ich die Treppe, dann kann ich das ja auch wegmachen. Und das machen wir dann alles zu. Dann müsste ich auch mal gucken, ob ich da andere Steine bekomme.
mir das nämlich hier als Treppe lassen und das muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Dann haben wir nämlich hier so einen Weg runter. Das könnte ich eigentlich auch lassen. Da muss ich noch gucken, das weiß ich noch nicht. So, machen wir das hier auch nochmal eben zu. Machen wir das hier halt erstmal in Rot. Habe natürlich keine mehr, ne? Lass mal gucken gehen, ob ich noch eine Axt dabei? Ja, habe ich. Ich wollte doch nur einen Stall bauen. So, siehst du, ich muss doch Fackeln hinstellen. Das ist noch nicht alles ausgeleuchtet. Da müssen wir auch mal gucken, was da mehr Lichtquelle gibt. Ich glaube, das waren aber die Laternen, die am meisten gegeben haben, ne? Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Könnte etwas zu hoch sein, glaube ich. Nämlich nicht, ob das vielleicht etwas zu hoch ist, aber darunter kriege ich keine, ne? Ne. Oder was man auch machen könnte, wäre. Das so zu machen. Müsste das ja eigentlich auch reichen von der Ausleuchtung her. Weil dann müssten die eigentlich genug Licht bekommen. Von beiden Seiten. Ich habe eigentlich viel zu viele Fackeln hier stehen, wenn du es so siehst. Passt das natürlich nicht hier mit dem Muster, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Obwohl, das geht eigentlich auch. Guck mal, da ist halt jetzt hier so ein Kreuz drin. Was ich jetzt. Ja, ich habe, glaube ich, einen Planungsfehler drin gehabt. Ja, aber es ist egal. Hier hast du nochmal so einen schönen Weg. Wie gesagt, die Fackeln, die können wir dann nochmal separat dann anpassen. Können wir das hier eigentlich auch reinmachen. Ich meine nämlich eigentlich, dass man mit den Fackeln oben auch nochmal so ein bisschen Licht reinkriegt. So. Dann machen wir hier den Rest mit den blauen Sachen, dass wir den Garten zumindest ein bisschen erweitert haben. So. Müsste ich nur dann in der Mitte noch mal eine Fackel reinhauen. Ich habe keine mehr. Verdammt. Machen wir eben Wasser rein.
müsste ich die Steine und die Regale eigentlich auch mal irgendwo anders hinpacken. Obwohl, die könnte ich ja eigentlich... Ja, oder ich pack die dahin, dass wir das, wenn wir das eh offen haben, dass wir es das einfach da reinpacken. Das können wir natürlich auch machen. Ja, das war doof. Wollte ich eigentlich nicht machen. Das auch schon mal fertig. Was habe ich denn jetzt hier noch so an Sachen, die ich anpflanzen kann? Weizen? Da machen wir gleich was zu essen draus. Möhren brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Was brauchen wir denn für die... Also für die Kühe brauchen wir Weizen. Brauchen wir für den Rest? Davon nehmen wir auch Weizen. Kühlweizenkörner, okay. Das ist, ja, könnte stimmen, könnte ich auch machen. Müsste ich aber jetzt alles wieder umbauen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe da so halbe Blöcke reingemacht und drunter war ein Wasser. Das kann man auch machen, das ist richtig. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Was mache ich jetzt hiermit? Da war sie nicht. Machen wir es mal zu, oder? Erstmal zu das Ganze. So, dann lass mich mal schauen. Was haben wir denn hier noch irgendwas fertig, was ich abernten kann? Ja, ich muss da gleich mal gucken, warum er wieder in die Werbung geht. Normalerweise eigentlich jede Stunde. Da gleich mal gucken. Weizen brauchst du auf jeden Fall jede Menge. Kartoffeln könnten wir auch anpflanzen. Können wir auch machen. Ja, das Jetpack habe ich auch schon mal bei ihm gesehen. Das wollte ich auch mal machen. Ja, ja, beim Togo habe ich es gesehen. Aber Weizen wächst relativ fix, ne? Muss ich sagen. Was haben wir noch? Zwiebeln, aber da wüsste ich jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Hopfen könnten wir da anpflanzen. Können wir daraus Bier machen? Ich kann eine Tomatensamen daraus. Auch. Habe ich noch irgendwas, was ich anpflanzen kann? Was ich zufällig irgendwo hier rumliegen habe? Boah, stimmt. Ja, warte mal. Ich muss gucken. Stimmt, ja. stimmt. Wir können ja gucken, was wir daraus machen können.
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Was habe ich hier? Melonenreisrucksack. Was? Lona am Stil, aber ich habe kein Eis. Das ist gar nicht verkehrt, das zu wissen. Ja, wann machen wir das denn mal, ne? Was habe ich hier? Bibelkiste. Wow, was? Kann ich mir jetzt Zwiebelkiste dann machen? Zwiebeln wieder rausmachen? Ein Cover kann ich rausmachen? Kabelfassade, okay. Ich hab da gar nicht mehr dran gedacht. Ich kann da sogar Mehl rausmachen. Was kann ich aus Mehl machen? Kann ich backen. Eigentlich ganz schön viel, was du damit machen kannst, ne? Glückkiste ist nur Deko. Ja, reicht ja. Dann haben wir ein bisschen was zum Angucken. Ein bisschen Deko ist ja nicht verkehrt im Endeffekt. Also genau, Hopfen wollten wir mal gucken. Was können wir daraus machen? Bier. Gerste, Hopfen. Ich Gerste. Müssen wir mal, finden wir bestimmt irgendwo. Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich aber erstmal noch ein paar Fackeln machen. Ich mein Material finde. Da, ich muss unbedingt hier mal aufräumen. So, ausgeleuchtet. Nice. Jetzt kann der ganze Scheiß erstmal wachsen. Jetzt können wir uns um den Dings oben kümmern. Warte mal, wir brauchen noch ein paar Hacken. Das habe ich auch noch. Liter Granitsteine, stimmt, die habe ich auch noch. Die nehme ich auch mal mit. Die kann ich hier lassen, die nehme ich mit. Ich habe zumindest schon mal den Umriss anfangen. Die hacken mich auf jeden Fall mit. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Was wollte ich denn jetzt? Hacke wollte ich eigentlich. Ich wollte aber erstmal Stöcke machen. So. Da hatte ich zumindest den Grundriss mal mit anfangen können. Ah, schon wieder dunkel. Warum sagt denn keiner was? Nicht im Spiel. Hm? Okay, wer nervt jetzt? Keine Ahnung, sagt mir nix. Hier wieder so eine Spam-Werbung oder sowas, keine Ahnung. Kriege ich leider in letzter Zeit ziemlich häufig. So, also. Schafe wollten wir auch noch haben. Gut, du bist in meiner Bude.
Ja, eine Schaufel müssen wir auch noch eben holen. Da haben wir noch jede Menge Glas. Wir müssen auch noch gucken, dass wir irgendwo mal Sand noch herbekommen. Weizenkörner habe ich auch noch jede Menge. Die können wir nachher in den Komposter packen. Oder Hühner füttern. Auch noch eine Idee. Ja, die wollte ich schon mitnehmen, die Melonen. Ich wollte eigentlich die Schilder wegpacken. Und den Baum. Ist das Ding denn jetzt hier? Na. So, Schaufel. Sollte reichen. Dann brauchen wir noch welche von denen. Ja, wir machen heute nur den Stall. Ja, ist echt gut, ey. Ja, Dude, was geht? Wo ist denn der Typ? Ist der oben auf dem Dach? Der ist bestimmt oben drauf. Ich habe keine Erde dabei. Der ist hundertprozentig oben drauf. Oder auch nicht? Warum spawnst du auf meinem Dach, Alter? Also ist ja zumindest noch das Dach. Das wird sich ja nachher auch noch ändern. Was hast du denn da Schönes? Glaube haben wir. Rote Betesamen brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Sand. Oh, das sind aber noch 8 Stück. Brauche ich alle nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt anfangen mit dem Stall für die Tiere, sonst sind die bald weg. Müssen wir auf jeden Fall machen. Was ist mal eine Schaufel? Eine Schaufel rausbekommen, das ist jetzt nicht viel. Gerade die Frage, mache ich hier direkt auch noch mal so einen Steinweg rein? Könnte ich eigentlich. Dann könnten wir dann nachher einen Zaun reinmachen. Ich habe gar keine Schaufel mehr, ne? Ah, schade. Aber da ich jetzt die Erde habe, kann ich zumindest hier die Treppe schon mal bauen, provisorisch. Obwohl, hatte ich nicht? Nein, habe ich nicht dabei. Im Weg. Ja, dann sind wir schon mal oben. Aber die Tiere, die hauen nämlich ab. Das gefällt mir momentan nicht. Das ist scheiße. Aber wir hatten auch den ganzen Bereich, wo jetzt die Bäume sind, da waren die Tiere ja eigentlich auch zu Hause. Also wundert mich halt nicht, dass die dann Abgang machen. Jetzt ist das doofe Lama im Weg. Das mich gerade so ein bisschen hier stört. Und das Problem ist, wenn ich das jetzt treffe, dann fängt es wieder an zu rotzen. Ich mag die Viecher nicht. Ja, hör auf mit Dot und Dolly. Die sind ja noch schlimmer als Dot und Dolly. Was sie mögen ist, wenn ich singe. Oh. Ich weiß.
Ah, ich hasse es, wenn du gerade am Bauen bist und dann hast du es soweit fast fertig und dann haust du halt die Erde nochmal da drauf, wo sie eigentlich gar nicht hin soll. Bei dem Weg müsste ich dann auch irgendwie gucken, ob ich den zumache. Frage ist jetzt, mache ich immer so eine kleine Ecke hin, wo ich die Tiere schon mal hinpacken kann? Ja, das müssen wir zumachen. Das müssen wir zumachen. Ganz wichtig, ansonsten haben wir die ganzen Viecher ja noch hier drin. Ich weiß gar nicht, wie weit wollte ich denn jetzt bauen hier? Aber so viel ist das gar nicht mehr, wie wir rüber wollten. Das ist ja, glaube ich, nur noch bis hier. Ja, das Stück hier eigentlich nur, ne? Oder war das weiter? Nee, das war noch eine ganze Ecke weiter. Müsste jetzt schon fast gewesen sein. Ja, Lama, du gehörst hier leider nicht rein in den Stall. Deswegen kannst du gleich wieder gehen. Und eine Überdachung könnte man natürlich auch reinmachen. Das wäre natürlich auch keine verkehrte Idee, ne? Muss man nur dementsprechend ausleuchten. Das wird heute auch nicht mehr fertig. Ich hab mich jetzt erschrocken, ey. Du Arsch. Hau doch mal ab da, Junge. Was willst du denn jetzt da? Ich will da bauen. Geh doch da weg. Hau ab hier. Hör nach Hause. Lass mich in Ruhe. Ich will bauen. Ich hasse diesen Typen einfach. Wenn du nie deine Ruhe hast, ey. Oh Gott sei Dank, ey, schnell zu machen hier. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Da. Du nervst. Wir sterben. Obwohl, warte mal. Ich könnte ihn gleich einfach mit Lava zukippen. Oh, ich glaube, das mache ich auch gleich. Hä? Er nervt. Ich will meine Sachen hier fertig machen. Ich weiß, das ist halt das Problem. Er kommt ja immer wieder.
Ich mach das jetzt aber so weit zu, wie ich zumachen kann. Ich habe einen schon davon gekillt. Der ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich ihn umgelegt habe. Das ist nicht der erste, den ich getötet habe. Und was bringt die Erfolge überhaupt? Kriegst du irgendwelchen Bonus dafür oder so? Halt, der nervt wirklich einfach nur. Erde kann ich nicht einsammeln gerade. Ich habe auch den Necromancer damals eingebaut und mit Lava zugepumpt. Weil er mir so auf den Sack gegangen ist. Also er hat mich genervt. Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Wenn das hier reinkommt, dann werden wir das auch machen. Bist du nicht willkommen, geh nach Hause. Einzigsten Vorteil, den ihr ja wirklich mitbringt, sind ja die, dass du ja Seile bekommst. Also der einzigste Vorteil, den ich sehe, wenn er da ist. Ich muss ja eigentlich nur eben noch einen Zaun bauen, dass ich da irgendwo noch einen Zaun zwischenkriege. Den Rest müssen wir dann nach und nach fertig machen. Jetzt nicht unbedingt der schönste Stall, aber irgendwie sowas in die Richtung wird das nachher werden. Wir müssen den Rest dann noch mit Erde ausfüllen, dann machen wir noch Glas da rein und solche Sachen. Das lasse ich jetzt hier einfach mal, wie es ist hier. Das machen wir auch mal weg. Ah, dann muss ich gleich noch zumachen. Es regnet. Nice, warum regnet es nicht im Real Life? Da gewittert das jetzt. Den Rest lasse ich jetzt einfach mal, da dürfte eigentlich keiner drauf kommen. Ich bin jetzt schon erschrocken, ey. Muss ich nachher hin das nur doch zumachen? Habe ich immer noch genug Steine von denen? Hier ist schon mal eine Kuh, die könnten wir gleich rüberholen. Ah, verdammt, jetzt habe ich den wieder aufgemacht. Da kippe ich gleich die Lava rein. Aus Rache. Weil mich einfach nervt. Also ich habe jetzt nur die drin, die jetzt auch in dem Modpack selber drin sind. Also da lasse ich auch die Finger von, dass ich da irgendwas anderes mit reinmache. Ich habe da halt keine Ahnung von, bevor ich da irgendwas kaputt mache. Lass es lieber so, wie es ist.
Genau, wir müssen nochmal einen Zaun bauen, den wir da drauf machen, dass das hier oben abgedeckt ist. Will ich noch sagen. Und dann würde ich vielleicht so nach und nach die Tiere schon mal bauen. Nur gucken, wie ich das mache. Ist zwar noch nicht perfekt und ist auch noch nicht gut genug, aber es ist zumindest ein Anfang. Bevor die uns dann alle abhauen. Weil wir im Endeffekt keine mehr finden. Nee, erstmal hier drin frei rumlaufen. Du musst nur gucken, dass die nicht so weit hochklettern, dass die irgendwo rauskommen. Dann mache ich das jetzt erstmal mit Erde zu. So. Dürfte jetzt eigentlich keiner mehr irgendwo rauskommen hier. Und Fackeln müssen wir nachher auch hinstellen. Ja, sollte glaube ich irgendwie passen. Ach, warum ich jetzt überhaupt die Dinge in der Hand her? Habe ich die Kühe eigentlich auch mit dem Seil gefangen? Dann machen wir das doch mit dem Seil einfach. Die Fackel eben haben. Das packe ich mal eben weg. Ist noch nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Also wenn das nachher fertig ist, sieht es ganz anders aus. Hoffe ich. Deswegen müssen wir mal eben gucken, wo wir Seile haben. Und den Eimer habe ich ja schon in der Tasche. Ich weiß, dass wir welche hatten. Stimmt, wenn ich Getreide in der Hand habe, kommen ja mehrere von denen. Jetzt nehmen wir auch mal mit. Erde habe ich dabei. Die Fackeln brauche ich gleich noch. Und die Seile nehmen wir mal mit. Ach, wie geil. Kuh in die Tasche stecken. Ja, also wir hatten Enderman ja bei uns in der Bude. Ich habe ihn aber in Ruhe gelassen, weil er mir gegenüber ja nicht feindlich war. Deswegen habe ich ihn erstmal in Frieden gelassen. Aber erstmal hole ich die Lava. Okay, ich wollte schon sagen, geht nicht, hä? Komm mal schön mit hier. Noch irgendjemand hier, der mit will? Na, das ist die falsche Taste. Na komm, put, 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 put. Die Kuh hat keinen Bock. Nur die Frage, ob ich beide durch die Tür hier bekomme. Und ich muss mal immer ganz schnell Fackeln machen, weil ich habe das hier nicht ausgeleuchtet. Dass wir gleich ein Monster-Spawn haben.
Wir gehen mal eben schlafen. Wir haben schon wieder Nacht. Wir gehen mal kurz ein Nickerchen machen. Mir ist noch eine halbe Stunde, also 20 Minuten haben wir noch circa. Da möchte ich nur ganz gerne noch ein paar Tiere hier drin haben. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Ja, ich glaube, das ist. Das sollte ich wegmachen. Wenn die nämlich da drüber springen können. Ja, ihr bekommt ja nachher noch Gras, so ist es nicht. So, mein Freund, Herr Voll und zu Nervensäge, wo bist du denn jetzt hier? Ja, dann wenigstens noch was übrig gelassen, oder ist alles weg? Ich glaube, die Lava verbrennt alles, ne? Da ist alles weg. So, da war mal einer. Es ist keiner mehr da. Ja, wegen der Werbung muss ich gleich auch mal gucken. Vorteil dann, wenn man Adblocker hat. So, guck mal, wo die anderen Tiere alle sind. Und auf jeden Fall noch 3 Kühe am besten. Dann hätten wir nämlich 4 zusammen. Am besten noch 3 Schafe, 3 Schweine und dann haben wir erstmal alles. Komm erstmal mit. Hier ist erstmal das, was ich krieg. Ah, put. Komm hier, guck mal, krieg ich sogar Weizen. Ja, komm. Aufpassen, dass die mir hier nicht abhauen. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. So, auch erledigt. Wir haben schon unsere zweite Kuh. Unsere dritte. Da ist noch ein Schaf. Dann hätten wir schon mal 2 Schafe. Die Kühe sind fertig. Komm her. Na komm, schön mitkommen. Habe ich das Schaf noch irgendwie angelockt gekriegt? Na komm. Na komm. Was ist er jetzt? Aber ich darf auch nicht zu schnell gehen, sonst verliere ich die wieder, ne? Die Enten müssten wir dann, glaube ich. Oh, ich bin da vorbei. Ich bin da vorbeigelaufen. Oh, das ist was Rotes auf der Karte. Das gefällt mir jetzt nicht. Gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Nein, die Kühe, die Seile sind gerissen.
Komm hier rein. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Komm her. Komm. Ja. Muss ich nur noch die Schafe bekommen. Ah, die Schafe, die Schweine und Hühner. Da habe ich schon mal 4 Kühe. Was sind die überhaupt, die Heuballen? So, lass mal kurz überlegen, was brauche ich jetzt noch? Und die Enten brauchen wir noch. Mal gucken, wie das unten aussieht wegen Essensvorräte. Also, weil die sind die Ballen wahrscheinlich auch nur Deko. So viele Sachen hier. Aber hey, jetzt können wir genug Brot machen und den ganzen Kram. Wichtig ist auch, dass wir erstmal genug zu futtern haben. Wenn wir wieder in die Mine gehen sollten oder erkunden sollten, dann haben wir wieder genug zu futtern dabei. Habe ich hier noch Weizen? Ich glaube, die habe ich jetzt alle verballert. Also holen wir eben noch die Schweine und die Hühner und dann würde ich sagen, hören wir dann auch erstmal auf für heute, weil es ja gleich mit Tugu dann da weitergeht. Ist natürlich nur nicht, dass die jetzt alle abhauen, ne? Das müsste nur noch schöner gestalten jetzt im Endeffekt. Bisschen Wasser. Ich glaube, wenn ich die 4 Schweine jetzt noch reinmache und die Hühner, obwohl das sollte eigentlich Platz genug sein, wenn ich da überall Erde hinmache. Dann überdachen wir das zum Teil, den anderen Teil lassen wir dann frei. Der ist schon wieder nachgespawnt, der Drecksack. Oh, ich hasse dich so. Dreckstyp, ey. Er nervt einfach. Müssen wir noch hier irgendwie einen vernünftigen Weg hier reinmachen. Da könnte man da hier nämlich so einen Balkon drauf machen, wo du halt die Tiere beobachten kannst einfach. Chillen da einfach nur. Aber ich muss schlafen, weil es gleich wieder Nacht. Und ich wollte jetzt nicht in der Nacht rumlaufen. Aber wir müssen die Hülle mal einen Tag nochmal weiter ausleuchten.
Aber hey, wir haben unseren Stall zumindest angefangen. Das muss man uns ja zumindest auch lassen. Ich muss gar nicht mal gucken, ob Togo nochmal geschrieben hatte. Mach mal eben kurz. Ich habe jetzt schon mal angetickert. Ach ja, die Sonne geht doch unter hier. Lass mich schlafen. Wenn das aber so lange dauert. Nicht dunkel genug? So, dann holen wir uns mal eben noch die Schweine. So, dann sind wir nämlich dann auch erstmal durch dann. Die Hühner brauchen wir übrigens auch noch. Irgendwas ist hier irgendwo gespawnt, aber es ist halt die Höhle wahrscheinlich unter uns, wo die ganzen Viecher spawnen. So, wo seid ihr? Jetzt nehme ich erst die Hühner mit, das ist mir egal. Erde könnte ich auch mitnehmen. Schafe könnte ich eigentlich auch noch zwei mitnehmen. Mehr. Weiß zwar noch nicht wofür, aber was ich habe, habe ich. Nur die Frage, ob ich die unbeschadet da reinkriege. Irgendwo ist ein Zombie. Also nicht. Muss ich später mal gucken. Was ist los? Ja, du kriegst nachher zu fressen. Muss ich die Ecke nochmal aufreißen dann. Okay, Schafe haben wir voll. Jetzt brauchen wir noch Schweine. Nehme ich jetzt auch mal direkt mit. Warte mal, das ist noch eins. Kann man die eigentlich auch züchten, die Pferde? Nehmen wir die auch mit. Ich glaube, ich muss den Stall größer bauen. Aber wir gucken erstmal. Wir haben jetzt erstmal die Tiere gleich drin, dann bauen wir noch die Hühner und die Schweine. Und dann ist das schon mal soweit grob fertig. Und dann machen wir nächste Woche Sonntag weiter. Was habe ich denn nächste Woche für eine Schicht? Spätschicht. Danach habe ich Frühschicht. Ja, das sollte eigentlich gehen. Autsch.
Kann ich euch Äpfel eigentlich geben? Der frisst keinen Apfel. Mit ihm was könnte man die doch füttern? Der Äpfel geht ja nicht. Hören? Goldenen Apfel. Ah. Ach so, wie ich die vermehren will. Goldenen Apfel. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Wenn wir das alles mit Erde zumachen, ich glaube, dann müssen wir ein bisschen größer bauen dann. Wir brauchen ja auch im Endeffekt Ressourcen. Und wir brauchen auch eine Ecke, wo wir manche Tiere hinführen werden, wo sie nie wieder rauskommen. Wir müssen noch ein Bücherregal machen. Ja, mute mal, ich brauche ich nicht. Schafe habe ich auch genug. Jetzt das, was ich suche, finde ich natürlich wieder nicht, ne? So, schön mitkommen. Alle jetzt in den Knast. Der Tierknast. Was hat ein Tugel schon wieder? War nicht ganz die Frage, was machen wir dann gleich? Hä? Verstehe ich so eine Frage nicht. Ich habe ihn gefragt, ob es beim Zocken bleibt. Er sagte ja, aber es ist so warm. Ja, hier ist auch warm drin. Was soll ich jetzt tun? Ich bin auch am Ölen gerade. Gleich, lass mich erstmal eins nach dem anderen machen. Die Tiere hier runterbringen. So. Ich komme gerade vor wie auf der Arbeit. Ja, schön. Müssen wir, glaube ich, alle haben, ne? Dann, wenn wir die beiden haben. Stimmt, unser Wirbelzwirbel ist ja abgehauen. Jetzt haben wir erstmal alles an Tiere. Dann müssen wir nächste Woche gucken, dass wir den Stall so ein bisschen erweitern. Mein Bart fängt an zu jucken. Tugel ist ein bisschen verpeilt heute. So, obwohl, jetzt habe ich... Ich bräuchte eigentlich noch von jeden zwei, ne? Zwei Schafe noch und zwei Schweine. Ach, zwei Schweine und zwei Enten noch. Ich werde beobachtet, ich gehe wieder. Ich gehe wieder. Nein, verdammt. So. Gut. Dann würde ich jetzt hier erstmal aufhören. So, speichern zurück. Ich mal.